Namibia. Seit 4 Jahren lebt der deutsche Fußballtrainer Klaus Stärk hier. In einem Land der krassen Kontraste. Hunger und Armut auf der einen Seite, Wohlstand und europäische Kultur auf der anderen. Als technischer Direktor des namibischen Fußballverbandes leistet Klaus Stärk Entwicklungshilfe im Südwesten Afrikas. Er kümmert sich nicht nur um die Strukturen im Männer- und Frauenfußball, sondern auch um die Verbesserung der Lebensumstände. Wir haben auch schon Mädchen von der Straße geholt, sie über das Projekt dann Schulen zugeführt. Also das ist nicht nur Fußball, da gehört auch der pädagogische, erzieherische Teil ganz, ganz fest mit dazu, ist ein Bestandteil davon. Dieses Haus im schwarzen Bezirk der namibischen Hauptstadt Windhoek hat der Westfälische Fußballverband bauen lassen, zu dem Stärk enge Beziehungen hat. 8 Mädchen und Frauen wird hier ein besseres Leben ermöglicht. Klaus Stärk wird für seine Arbeit verehrt. Und jetzt würdigt auch die Kampagne Deutscher Fußballbotschafter seine Bemühungen und unterstützt sein Ziel für die Zukunft. Mehr Miteinander im Land. Thank you. Thank you. Super. Gut, Rassisten gibt es links wie rechts, die gibt es auch in Deutschland. Man muss eben schauen, dass man miteinander lebt. Meine Hoffnung, meine ganze Hoffnung sind die jungen Leute, die miteinander in die Schule gehen, die miteinander Sport treiben, die das nicht mehr so eng sehen wie die Älteren. Klaus Stärk ist ein Beispiel dafür, dass der Fußball in solchen Staaten wirklich etwas verändern kann.